Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den ORF3-Künstlergesprächen aus Graffenegg in Niederösterreich. Und mein heutiger Gast ist Schauspielerin Marianne Segebrecht. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, ich freue mich. Frau Segebrecht, wenn man auf Ihr Leben blickt, auf Ihre Karriere blickt, man hat irgendwie das Gefühl, dass Sie im Leben keine Angst haben. Stimmt das? Täuscht der Eindruck? Das stimmt wirklich. Und da gibt es auch so ein Bild, also eine Metapher, wie ich immer sage. Als ich... da war ich 10 und ich war immer oben auf den Bäumen. Also ich wurde auch genannt die Liane und auf den Dächern, weil ich hatte immer gedacht, ich kann fliegen und musste dann feststellen, nee, ich bin ja im Körper drin und ich kann nicht fliegen. Und das war schrecklich für mich. Dann bin ich auf dem Dach gelaufen, auf dem First und habe balanciert und die Nachbarin schreit, schnell, Agnes, meiner Mutter, die Marianne fällt vom Dach runter. Anstatt zu sagen, schau mal, wie schön die da oben läuft. So, wie es immer ist. Und dann, meine Mutter kommt kurz raus mit der Salatschüssel unterm Arm, schaut hinauf, sagt, ja, ja, meine Marianne kann das. Die hat ihre Schutzengel, glaubt's mir's. Und ging wieder rein. Und das ist so ein Bild, wo man dann wirklich im Leben mit auf dem Seil leben kann, ohne Netz und doppelten Boden. Und auch immer, wenn ich was gesagt habe, sieben gescheit, schon mit 5 aus der Bibel zitiert und die ist verrückt geworden. Ja, wo kommt denn das alles her? Und später war sie schlau und hat dann immer zu mir gesagt, wenn du es sagst, dann stimmt's. Und daraus kam auch viel Kraft, weil man wird nicht attackiert und was redest du daher? Mit ernst genommen. Ja, und dann konnte ich halt da alle meine Welt da aufbauen und hatte auch immer Schutzpatronen, mein Pfarrer, der erste Pfarrer, mein Kaplan, einen Mediziner. Und es waren alles so Väter im Grunde, weil mein Vater ja im Krieg gefallen ist. Und es war nicht einfach, aber ich bin da irgendwie in einem schönen Plan aufgestellt. Berühmt geworden sind Sie ja durch Out of Rosenheim. Sie haben danach mit ganz vielen Hollywood-Stars gedreht, mit Michael Douglas, mit Danny DeVito, mit John Malkovich. Also eigentlich müssten Sie ja momentan in Hollywood in einer Villa residieren. Wir müssten Sie dort besuchen, oder? Ja, das wäre ja auch möglich gewesen, sagen wir mal ganz ehrlich. Und man wollte ja nach dem großen Erfolg von Out of Rosenheim, Bagdad Café, wollte man ja eine Serie machen. Und drüben ist es ja so, eine Serie, da kriegt man ja Residuals, heißt das. Also man kriegt Beteiligung, nicht so wie bei uns. Ne? Und die Schauspieler werden dadurch wirklich sehr gut situiert und die müssen keine Angst haben im Alter. Und es war aber so, dass das ganze Idee fand ich gar nicht so schlecht. Aber man wollte meine Partnerin, die wunderbare Sissy Edge Pounder, mit der ich mich natürlich seelisch verbunden habe, anders geht es bei mir gar nicht, wollte man nicht mehr reintun und wollte Whoopi Goldberg dafür reintun, die ich schon sehr verehrt habe, aber das geht bei mir gar nicht. Also niemals im Leben, weil wir haben zusammen das gemacht, wir haben zusammen die Welt besucht mit unserem Film. Und bei mir geht es nicht. Ich würde mich wirklich lieber erschießen lassen. Klingt blöd, aber es ist so. Da habe ich eine angeborene Grundtreue. Und daraufhin hat sich das nicht verwirklichen lassen. Und auch große Werbeverträge für Papierhandtücher. Also dann ich die Frau, die putzt. Ne? Und weltweit. Und das habe ich auch abgeschmettert, weil der Film war zerstückelt worden und die Putzszenen rausgeschnitten und jedes Jahr 3. Dann wäre ich halt die, sehe ich bei einer Dynamik gesagt, die Papierhandtuch-Tante geworden weltweit. Und das habe ich sofort gespürt und ich habe auch dem Percy Adlon gesagt, heute hat er übrigens Geburtstag. Ich habe gesagt, Percy, den Film haben die Inspiratoren der Milchstraße geschrieben. Und du bist auch gecastet und wir alle. Und da glaube ich ganz fest dran von der Botschaft. Das mag er gar nicht hören. Da wird er ganz sauer. Aber das glaube ich. Und das darf ich nicht, also ich nicht. Ihr könnt Werbung machen, so viel ihr wollt, aber ich darf es nicht verraten. So musste ich schwer kämpfen und es war schwer für mich. Weil jetzt sagt man, was bildet die sich überhaupt ein und wer glaubt die, wer die ist und die hat ja gar nicht das Recht und sie gehören jetzt allen und da musste ich viel mitmachen, das habe ich aber nie gesagt. Und ich bin aber total glücklich, jetzt werde ich 70 heuer und ich habe es geschafft, dass der Film da ist, unversehrt. Die Botschaft ist jetzt mehr denn je aktuell und ja, da bin ich schon froh.
Sie sind ja für die Rollen, die Sie gespielt haben, mindestens genauso bekannt wie für die Rollen, die Sie abgesagt haben. Mhm. Sie haben Harry Potter abgesagt, mhm. Sie haben Arnold Schwarzenegger abgesagt, Sie haben Mel Brooks abgesagt, mhm. Woody Allen abgesagt. Hat Sie das in keinster Weise irgendwie gereizt? Es kommt ja immer drauf an. Also so einen kleinen Ausschnitt. Bei Harry Potter war es ja so, dass der Regisseur, der Mexikanische, gesagt hat, okay, I want her, und ich sage jetzt nicht, welche Rolle. Es gibt vier verschiedene Frames, und da ist die Teufelin, da ist die Fat Lady, die dicke Lady, und da, und ich sage es nicht, ich entscheide es erst, wenn der Vertrag gemacht ist. Und das geht bei mir gar nicht, weil was im Drehen über meine Lippen kommt, dazu stehe ich. Also ich sage dann nicht später, ja, das war ja nur für einen Film, das war nur eine Fiktion. In meinem Falle nicht. Das heißt, ich habe gesagt, ich komme zum Casting gerne, aber wenn er mir vorher unterschreiben lassen will, nee. Und bei Woody Allen war es so, ja, das versteht auch niemand. Ich hatte einen Vertrag mit Hans Abich, der hat für den bayerischen Fernsehen, also den Rundfunk, sehr viel getan, um den Autorenfilm wieder auf die Beine zu stellen. Weil wir hatten in den 80er Jahren ja nur Konserven, alte Konserven aus Amerika. Und da gab es ein Symposium in Bonn, da durfte ich mit dabei sein, an seiner Seite. Und da gab es halt nur Spesen, aber ich hatte unterschrieben. Und wenn ich das habe, dann gilt es für mich. Und der Agent hat gesagt, ja, he took you, also er hat dich genommen. Und ich sage, ich habe überhaupt nie mit ihm gesprochen. Und was spiele ich denn überhaupt? Ja, das ist seine Art von Woody Allen, dass er das nicht sagt. Und meine Schauspieler, alle, die gehen barfuß übers Wasser, wenn er ruft. Habe ich gesagt, ja, dann lass sie nur gehen. Hoffentlich haben sie keine Löcher in den Füßen. Ne? Also das geht bei mir nicht. Mhm. Warum? Und er sagt, Monday you go to Atlanta, then you go to New York and Friday is your first shooting day. Also am Freitag ist dein erster Drehtag. Nee. Und dann muss ich wissen, wer ich bin, weil ich gebe meine Seele mit rein. Ich spiele die Sachen nicht, ich lebe die. Na, und das habe ich auch das Recht. Warum soll ich den Hans Abich da sitzen lassen? Ich meine, das ist immer so eine Frage. Und so geht eins zum anderen. Mhm. Und bei, jetzt muss ich das noch sagen, bei den Rittern mit den Seidenstrümpfen, ne? In den Strumpfhosen. Also ich meine ganz ehrlich, das geht ja gar nicht. Ne? Weil der hat sich so lustig gemacht über meine wunderbaren androgynen Freunde und an wirklich die, meine schwulen Freunde, das geht gar nicht. Und da war ich so enttäuscht von Mel Brooks, den ich sehr verehrt habe. Hallo, geht's noch? Ne? Und da sollte ich doch diese, eine deutsche Frau, die klassische Deutsche auf dem Pferd, und das Pferd stürzt unter ihr, weil sie so rund ist und so weiter. Und dann sagt sie, ich will keine Sissis. Also sagt man auch drüben, ich will keine Sissis, ich will einen richtigen Mann und so. Das war furchtbar. Das kommt doch gar nicht in Frage. Mhm. Das würde ich niemals machen, weil ich habe da meine ganz eigene Einstellung. Mhm. Geboren sind Sie in Starnberg in Bayern, aber eigentlich kommen Sie aus Suriname. Ja. Ja, das ist, ich schreibe gerade an meinem Buch, das heißt Auf dem Weg nach Suriname. Und da bin ich an einige Sachen auch gekommen, weil ich habe ja mit 6 Jahren, habe ich jede Nacht, bevor es in die Schule ging, da ist man ja noch im Anderland mehr zu Hause, habe ich geträumt vom Regenwald, von Suriname, von vielen Antlitzen, also wie ich heute weiß, das indische Antlitz, dann das dunkle Antlitz, dann das helle, dann der Chinese. Das waren ja alles die Sklaven dort, das stimmte ja. Aber wo kam das Wort her? Weil ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich komme aus Suriname. Schon eines ganz, Morgens. Ganz jung. Ja, mit 5. Und dann hat sie gesagt, ja, freilich, kommst aus Suriname. Aber jetzt bist du zu mir hergeflogen. Ne? Und jetzt habe ich aber festgestellt, dass mein Großvater, der Gärtner, Schamane, ich durfte die ersten 3 Jahre mit meiner Mutter, mit ihm leben, mit der Großfamilie und seine Gärtnerei, die er verwaltet hat. Und ich war immer mit ihm draußen unterwegs. Und er hat mir von Suriname erzählt. Er hat mir von den Mangrovenbäumen erzählt. Er hat mir vom Regenwald erzählt, von den Tieren, von den vielen Menschen und die Gewürze. Mhm. Der hat sie alle gesammelt und er hat auch genau diese Medizin gehabt. Und da war es jetzt klar. Mhm. Und dann hat man es vergessen. Da war ich ja 3 Jahre
weg mit meiner Mutter, mit meiner Schwester und auf einmal kam es wieder. Mhm. Und jetzt bin ich sehr froh beim Schreiben vom Buch, dass mein Großvater mit dabei ist, mhm. weil den liebe ich inniglich. Der war für mich sehr wichtig als Kind. Ihre Kindheit war geprägt von ganz schlimmen Übergriffen, vor allem durch Ihren Stiefvater. Sie haben da sehr viel mitmachen müssen. Was mich interessiert, wie schafft man das eigentlich, dann so eine positive Lebenseinstellung zu entwickeln oder sich zu erarbeiten? Wie geht das? Also die erste Zeit ist ja die prägende, die ersten 3 Jahre. Mhm. Und da war ich ja nun völlig frei und mit meinem Großvater auf der Gärtnerei, mit den Tieren, mit der Großfamilie, total geliebt und angeschwungen und so weiter. Das prägt ja schon mal. Dann war ich ja wiederum die anderen Jahre mit meiner Mutter bis zum 7. Lebensjahr. Da war ich ja der Freund meiner Mutter, die Freundin, die Partnerin, alles Schutzpatronin, sie meine. Und das hat nochmal natürlich ganz viel. Meine Mutter ist ganz wichtig. Und dann kam erst der Stiefvater. Mhm. Und da war es aber so, dass am Anfang war der unglaublich nett. Der wollte ja wirklich mit uns nett sein. Der kam ja aus dem Konzentrationslager, der war halb Jude und hat es überlebt. Das darf man nicht vergessen. Und ich habe es ihm sehr schwer gemacht. Wenn man älter ist, weiß man es genau. Ich habe ihm gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht mein Fleisch und Blut. Mein Vater, der Gärtner, der geht mit mir und so. Und das war für ihn natürlich unglaublich schmerzhaft. Und da hat er dann, als er dann merkte, bei meiner Kommunion habe ich ihn nicht mitgehen lassen. Und da, ab da hat er dann, war er dann wirklich verletzt. Und das ging aber nur ein halbes Jahr. Und dann hat mein Lehrer und mein Pfarrer, die haben mich zur Seite genommen und haben mir erklärt, Konzentrationslager. Der Pfarrer war selbst im Konzentrationslager und hat es überlebt. Und der hat mir dann gesagt, weißt du, der ist ein wunderbarer Mensch. Ich habe ihn und der ist so verletzt. Wir wurden nicht unterrichtet. Mhm. Also hier glaube ich auch nicht, 50er Jahre. Das Thema war tabu. Und danach hat sich bei mir alles gewandelt, weil dann habe ich gewusst, um Gottes Willen, was der mitgemacht hat. Und auch meine Ablehnung hat sich dann geändert. Mhm. Und dann haben wir sozusagen so eine Art Frieden geschlossen. Und, aber ohne diese Lehre, das war schon wichtig. Und man muss ja erst verstehen und lernen, warum der andere Mensch so ist, was da ist, dann kann man ihm verzeihen. Sie haben schon erwähnt, Ihr Vater ist im Krieg gefallen, Sie sind ohne Vater aufgewachsen. Ist das etwas, was einem so ein Leben lang begleitet, so eine Sehnsucht nach einem Vater? Natürlich, aber was natürlich jetzt auch so, wenn man älter wird, dann, ich habe ihn mir natürlich aufgestellt. Seine Schwester war da, seine Mutter war da, seine Tanten waren da, alle Menschen um ihn herum haben ihn mir aufgestellt. Und ja, es war ein Gärtner und ein Rosenveredler. Mhm. Und komisch, die Rose spielt ja immer in meinem Leben mit, ne? Out of Rosenheim, Rosaligo Shopping, Rosenkriegs, verrückt. Ja? Mhm. Und die Rose auch als Blume. Und man stellt ihn auf und er ist immer bei einem. Ja. Und komischerweise habe ich dann, als ich 30 war, eine Krankenschwester getroffen und die war bei ihm. Also der wurde noch am 4. April, bekam er ein Explosivgeschoss von einem Heckenschützen. Er hatte ein Lazarett bewacht und man hat nie gewusst, wer war das. Und in dieser Zeit, ja, wo die Amerikaner reinkamen und dann hat er 4 Tage gelebt und diese Krankenschwester hat mir erzählt, er hat immer von der Tochter gesprochen. Er wollte keinen Sohn, der in den Krieg musste, so wie er. Er war ja absoluter Pazifist und wäre auch schon ein paar Mal erschossen worden, weil er sich geweigert hat. Er hat auch nie geschossen, er hat sich immer verletzen lassen. Hat meine Mutter dann geschrieben, liebst du mich auch? Ich bin kein Held, also ich kann nicht schießen und ganz furchtbar muss es ihm ergangen sein. Mhm. Und die hat gesagt, ich war bei ihm, als er starb. Und er hat viel Morphium von mir gekriegt, weil der war so gut zu uns in der Schule. Wir haben ihn alle geliebt. Der war so weich, ein weicher Mann. Er war ja auch ein bisexueller Mann, wie ich dann später erfahren habe. Und war mit seiner Mutter unglaublich lieb. Und dann hat sie gesagt, er hat ihr gesagt, mein Weg wird noch lange dauern, bis ich heimkomme. Passt ihr mal auf meine Tochter auf. Mhm. Denn er wollte keinen Sohn mehr, der auch in den Krieg ziehen muss. Mhm. Und es ist natürlich dann nochmal schön. Und also von daher muss ich sagen, da ich diese Ersatzväter bekommen habe von ihm, vom Schöpfer, habe ich in der Zeit also das nicht so sehr vermisst. Weil er war ja immer bei mir. Er war ja immer mit mir. Sie waren einmal verheiratet, haben eine Tochter. Mhm. Und
nach der Scheidung haben Sie diese Art von Beziehung mit einem Mann nicht mehr wirklich gelebt. Sie sind praktizierende Christin. Könnte man sagen, dass Jesus oder Gott so der einzige Mann in Ihrem Leben ist? Da ist schon was dran. Also als ich jung war, als ich so 13, 14 war, wollte ich schon eine Braut Christi werden und geheimnisvoll und habe auch mit Menschen, also die im theosophischen Bereich, sage ich mal, sind, sehr viel Wellenlänge und Begegnungen und Schwingungen und ja, ich bin auch immer ins Kloster gegangen zu den Karmeliterinnen und habe mir das angehört, wie die gesungen haben und hatte auch schon manchmal eine Sehnsucht, aber ich wäre nicht in so ein Kloster gegangen, ich wäre dann in Krankendienst gegangen und sowas. Aber das hat sich dann auch etwas geändert, weil mir eine Schwester gesagt hat, weißt du, Marianne, du hast keine Mitgift, du hast gar nichts, geh lieber nicht rein. Was glaubst du, was da los ist unter den Frauen? Und das ist nicht so, wie du dir... Und dann, ja, bleib lieber draußen und mach da deine Arbeit. Und das christliche Prinzip ist ja so, dass ich immer sage, am Ort gibt es so ein lustiges so ein Gleichnis, weil die sagen dann zu mir, die beobachten mich ja jetzt über 14 Jahre so, wie ich bin, wie ich lebe. Und das Prinzip des Teilens ist halt für mich ein urchristliches, selbstverständliches Prinzip. Und das führe ich auch sehr großzügig aus. Natürlich auch immer mein Anteil ist schon da, also das ist klar, das ist wichtig, aber der Rest wird immer verteilt und da haben die das so beobachtet. Ne? Und da sagt die eine Frau, wir waren jetzt in der Kirche, da haben wir dem Pfarrer gesagt, wie sie da leben und was sie da alles machen und wie sie da alles verteilen. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, Frau Sägebrecht, das ist schon eine Vorform der Liederlichkeit. Eine Vorform der Liederlichkeit, das ist doch toll, oder? Und habe ich gesagt, ja, wisst ihr, ihr geht jeden Sonntag in die Kirche. Ihr seid bekennende Christen, da kann man nichts sagen. Und ich bin halt eine Praktizierende am Ort, dann passt schon. Und so kommen wir ganz gut klar. Ne? Aber das ist für mich halt so, wie ich geboren bin, wie ich in der Anlage bin, ist das für mich selbstverständlich. Also ich finde es nicht besonders hervorzuheben, sondern das ist... Jeder macht halt das, was er sich wünscht von der Welt selber. So ist mein Motto. Mhm. Und ich lerne auch von den Menschen. Also zum Beispiel mein Nachbar, wenn wir zusammen also Hecke schneiden und ich arbeite mit ihm und es ist jemand gestorben am Ort, dann sagt er, ist wieder der gestorben. Ja, sage ich, ja. Aber wissen Sie, was ich glaube? Der Tag, wo man geboren wird und die Stunde, wo man geht, ist geschrieben. Mhm. Die Länge des Lebens kann man nicht bestimmen, aber für die Breite und Tiefe, da müssen wir schon nur Verantwortung übernehmen. Dann sagt er zu mir, schaut er mich an, ja, das sage ich auch, ich darf es bloß nicht am Ort so laut sagen. Wissen Sie, was ich denke? Im ersten Windelschiss ist die ganze Lebensgeschichte drin. Ist das nicht herrlich? Und dann sage ich, darf ich das in mein Buch reinschreiben? Kriegen Sie auch einen Titel und ein kleines Honorar? Und dann habe ich wieder was von denen bekommen, weil man muss immer hören, von jedem Menschen kann man was bekommen, weil jeder ist ja auf seinem Plateau zur rechten Zeit. Liebe Frau Sägebrecht, was wünsche ich Ihnen? Also erstmal die Gesundheit, dass die so gut bleibt, weil dann kann ich ja noch alles Mögliche anstellen. Ja, und dass die Reise halt, die möchte ich, weil meine Tochter hat, ja, die ist ja verrückt. Die sagt, ja, geht's noch? Jetzt warst du so brav, warst du 14 Jahre brav hinter deiner Hecke. Und ich gesagt, ja, ich habe ja aufräumen müssen. Ich habe ja alles, das war alles richtig. Ne? Und jetzt hast du wieder Hummeln im Arsch. Und jetzt geht's wieder raus, sage ich, ja, genau. Jetzt geht's raus wieder in die Welt, weil ich bin ja eine Wanderbärin. Und das wird auch sein. Und sage ich, bleib ruhig, das passt alles. Ich gehe jetzt nicht mit dem Rucksack alleine, sondern da wird ein Team sein und wird sogar noch Fernsehteam sein und Dokumentarteam. Aber ich gehe halt wieder raus. Und jetzt ist an der Zeit, weil jetzt habe ich wieder solche Sehnsucht, auch meine Freunde in Los Angeles zu sehen und überall. Also ich bin ja überall dann rums, bin ich schon zu Hause. Liebe Frau Sägebrecht, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Ja, ich Vielen bedanke Dank. Mich für die schöne Fragen und die feinen sensiblen Fragen, weil sonst geht ja keine Spiegelung. Vielen Dank. Bitte.